Hey, was geht ab, liebe WG-Fans? Vielleicht kennt mich ja noch der eine oder andere von euch. Ich bin Jeppe aus der letzten Jungs-WG aus Amsterdam und heute habe ich ein Date hier in Hamburg. Aber kein Date, wie ihr euch das jetzt vorstellt, sondern treffe ich heute einen neuen WG-Mitbewohner, und zwar den Leonard hier in Hamburg. Für ihn und seine Mitbewohner geht es in den nächsten Tagen nach Portugal, nach Lissabon, und wir wollen hier heute ein bisschen kennenlernen, also kommt doch einfach mal mit. Hey, Leonard? Ja. Geil. Moin. Alles gut? Alles klar. Wie geht's dir? Gut, und dir? Auch gut. Danke, dass ich herkommen konnte. Ey, ihr habt echt ein schönes Haus hier. Ja, danke. Bin begeistert auf jeden Fall. Erzähl mal, ich habe gehört, für dich geht's in den nächsten Tagen nach Lissabon mit 4 anderen Jungs. Bist du aufgeregt? Ja, ich freue mich total. Ja? Ich freue mich auf die Jungs. Ja. Das gute Wetter. Ich wollte gerade sagen, es geht nach Lissabon, ne? Da bin ich ein bisschen neidisch. Hier in Deutschland wird jetzt wieder kalt und du darfst jetzt ein bisschen in Portugal mit 4 anderen Jungs ein bisschen ein Abenteuer erleben. Bist du aufgeregt? Ja, also noch hält sich meine Aufregung in Grenzen, aber wie war es bei dir? Also bei mir war das auch so, am Anfang war ich auch gar nicht aufgeregt, aber denn wenn es dann losgeht, wenn du wirklich auf dem Weg dahin bist, dann bist du aufgeregter als alles andere, sag ich dir. Ja, ich freue mich auf jeden Fall, auf Lissabon, auf die Jungs zu gehen, ja, und auf die anderen Jungs safe kennenzulernen. Ey, wenn du Bock hast, lass uns ein bisschen weiter quatschen. Lass uns irgendwie auf die Couch setzen oder sonst irgendwas. Ja, komm, dann lass ins Wohnzimmer gehen. Easy. So, erzähl mal, in den nächsten Tagen geht's los. Ab nach Lissabon mit 4 unbekannten Jungs. Ohne Eltern in den Urlaub. Ihr habt ein ganzes Haus für euch. Worauf freust du dich am meisten? Ich freue mich am meisten, so einfach machen zu können, was ich will. Mhm. Die Unabhängigkeit so und die Selbstständigkeit. Und natürlich auch auf die anderen Jungs. Also ich glaube, das wird lustig, mit denen da irgendwie Zeit zu verbringen und Sachen zu machen. Das ganze Haus durchwüsten, essen wollen, was man will. Ich kenne das. Das ist echt ein Luxus. Ja, ein paar Betten zerstören. Genau, ein paar Betten zerstören. Das kenne ich auch aus meiner Zeit. Warst du schon mal in Lissabon oder allgemein in Portugal? Nee, ich war noch nie in Portugal, Lissabon. Okay. Keine Ahnung, ich weiß auch noch nicht, was mich da jetzt erwartet. Aber es ist am Meer und es ist gutes Wetter. Ja. Das wird bestimmt geil. Ja, das stimmt. Im Gegensatz zu hier ein bisschen unter der Sonne liegen, ne? Ja, genau. Hier ist Regen. Yeah. Beide aus dem Norden, weißt du, ich sitze hier im Regen und du fliegst jetzt nach Lissabon. Ja, das ist bestimmt geil. So, allzu lang ist es ja auch nicht mehr hin, ne? Wie sieht es überhaupt aus? Hast du schon gepackt? Hast schon Klamotten zusammengestellt? Wie sieht's da aus? Nee, noch gar nicht. Also ich muss noch packen. Also okay. Mal gucken. Ich weiß auch noch gar nicht, was ich jetzt so genau mitnehmen soll. Wie war das bei dir? Hattest du schon genau gewusst, was du mitnimmst? Nee, auf gar keinen. Ich bin auch jemand, ich packe immer auf den letzten Drücker, ne? Aber wenn ich dir jetzt einen Tipp geben müsste, was du unbedingt mit in die Jungs-WG nehmen müsstest, auf jeden Fall viele Klamotten, weil ich weiß nicht, wie es bei dir ist, ne? Aber bei uns war das mit dem Waschen eine Katastrophe. Deswegen würde ich sagen, einfach viele Klamotten mitnehmen, damit man viele Variationen hat und so, damit man sich auch gut kleiden kann, ne? Aber ja, kannst du mir sonst noch irgendwelche Tipps geben oder so? Ja, ich weiß nicht, wenn du Bock hast, wir können ja ein bisschen in deinen Kleiderschrank mal gucken, ein kleines Outfit-Check für Lissabon machen. Ja, auf jeden Fall, dann kannst du mir vielleicht ein paar Tipps geben. Ja, yeah, let's go. Ja, komm. So, und dadurch, dass wir gerade beim Thema T-Shirts sind, ich habe da auf jeden Fall noch eine kleine Challenge organisiert. Und ich sehe hier gerade dein Balanceboard. Ich würde sagen, du schnappst dir das mal, kommst einfach mal mit und ich zeig dir mal was. Ja, okay. So, Leo, ich habe mir was vorbereitet. Genau das Gleiche hatten wir schon in der WG mit Abstand gemacht. Und ich würde sagen, das ist die perfekte Aufgabe, um dich auf die Jungs-WG vorzubereiten. Und deshalb würde ich sagen, wir machen jetzt eine Challenge, wer zuerst dieses tiefgefrorene T-Shirt anhat. Aber ich würde sagen, wir probieren das auf deinem Balanceboard, oder? Ey, was okay sagst du? Können wir machen. Ich stelle einen Timer und wer es am schnellsten anhat, hat gewonnen, okay? Bist du ready für deine erste Aufgabe? 3, 2, 1, los! Du musst richtig ziehen, das ist richtig anstrengend. Als wir das in der WG gemacht haben, ich bin gar nicht klargekommen. What the fuck? Aber du musst es auf dem Balanceboard machen. Ach so. Ja. Boah, wir haben mal gar keine Lust. Denkt man nicht, ne? Denkt man nicht, ne? Die Zeit läuft auch hier, ne? Alter, ist das kalt. 20 Sekunden. Komm. Hau durch da. Ey, muss ich das wirklich anziehen? Die Öffnungen gehen nicht, ey, ne? So, die Öffnung musst du richtig durchhauen.
zu 35 Sekunden bist du. 35 Sekunden. Ja komm, du bist eh langsamer. Egal, ey, du stellst dich gut an. Mit dem Ding könnte ich das auf jeden Fall nicht. Ey, das ist so. Muss jetzt nur noch anziehen, muss anziehen, 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 anziehen. Komm, komm. Gibi, mach mal los. Hallo. 50 Sekunden. 50 Sekunden. Stark. Anziehen, anziehen, ja, komm, anziehen. Das passt schon. Ganz runter, ganz runter. Ey, gut. Ja. Stark. Ey, du bist ganz los. Geh mal weg von mir lieber. Ey, aber sieht gut aus. Guck mal. Von dem ganzen weißen T-Shirt jetzt ein schwarzes ist doch stark, ja, oder? Übel stylisch. Sei mal ehrlich. So. Deine guck mal, hier ist auch noch ein gefrorenes T-Shirt. Ja. Ich wollte gerade sagen, ich wollte ein bisschen drum herum gehen, weißt du? Eine Minute, ich werde dich schlagen jetzt. Ich glaube, ich schaffe das nicht mal in irgendeiner Zeit. Aber erstmal zu dem Balance Board. Ganz kurz ohne Zeit shoppen. Ich muss es einmal ganz kurz machen. Ja, okay, erklär mir mal ganz kurz. Ja, so. Mit einem Fuß rauf. Ja, perfekt. Warte, komm, jetzt so rüber, kurz. Ne? Okay. Ey, ist aber stark. Hey, voll gut fürs erste Mal. Oder? Alles gut? Wir lassen das, Leo, sonst ich verletze mich hier gleich. Ich mach das ohne Balance Board und ich schlag da in eine Minute, okay? Ja, okay, perfekt. Auf die Plätze, fertig, los. Das ist stark. Oh, hi, er ist ja richtig motiviert. Ja, ich bin richtig motiviert. Ich muss dir doch direkt mal zeigen hier, von einem Ex-WGler. Wie man richtig gut kalte T-Shirts anzieht. Wie das hier funktioniert. Ja, ich schlag dich so, ich schlag dich. Ey, scheiße, du schlägst mich wahrscheinlich wirklich. Ja, komm, komm, du musst doch auf den Balance Board machen. Ja, komm, mach. Boah, nee, da. Ich kann mich gar nicht auf zwei Sachen gleichzeitig konzentrieren. 30 Minuten. 30 Minuten? Sekunden. So langsam bin ich. So, jetzt nur noch diese Ärmel hier durchhauen. Ja. Okay, ey, 10 Sekunden noch, 10 Sekunden noch. Nee, das packe ich nicht. 10, nee, nee, 9, nee. 8, 7, 5, okay, jetzt sind wir bei einer Minute. Zieh ganz an. Das geht nicht, hier durch geht's nicht. Es geht nicht hier durch. Okay. Oh, das geht hier echt nicht durch, Alter. So, wie viel bin ich? Nee, eine du Minute hast schon gewonnen. 18. Oh, perfekt. Wie viel mega sexy. Du musst auch stoppen, 1,30. Guck mal, das ist hier stopp, Schiebung. Stopp, das ist hier Schiebung, hallo. 1,30, eigentlich war eine Minute. Eigentlich war eine Minute, ja, 30 Sekunden. Stark, aber du hast gewonnen. Den Sieg gönne ich dir auf jeden Fall. Erste Challenge für die Jungs-WG, direkt gewonnen. Ich glaube, ich habe dich ganz gut vorbereitet. Ja, ich hoffe, dir hat es auch Spaß gemacht. Ja, war cool, dass du da warst. Dankeschön. Hat auf jeden Fall Spaß gemacht. Ehrlich. Was mit dem T-Shirt, kriege ich das wieder? Ey, kann ich das behalten, Mann? Ich brauche ein paar schwarze T-Shirts. Natürlich, ich will, dass du das mit in die Jungs-WG nimmst, ne? Danach sehen wir uns wieder und ich will hören, du hattest das mit. Ja, natürlich. Machen wir so, ne? Ja. Dankeschön. Und wenn euch das Video gefallen hat, dann gebt dem Daumen einen im Video einen Daumen nach oben und abonniert den Kanal. Genau, abonniert den Kanal, aktiviert die Glocke, lasst einen Kommentar da und wir sehen uns auf jeden Fall wieder. Ciao.